Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier vor einer mysteriösen Kirche. Die Kirche mit dem Namen, sie trägt den Namen Einsame Kapelle. Da kommen wir gerade raus. Aus der Kirche natürlich, vorher aus dem staatlichen Vorratslager. Um die Kirche herum sind diesmal scheinbar keine Ghule, sondern Mule, sondern Brahmine meint nicht. Und in dieser kleinen Hütte hier ist auch nichts. Nun gut, die Brahmine können wir nicht mehr... Also es ist nur ein Brahmin. Ich habe zwei Köpfe gesehen und dachte, da wären mehr. Ja doch, da ist doch noch eins. Zwei Brahmine. Na, sag ich doch. Wunderbar. Ja, mehr ist hier nicht. Diesmal keine Ghule in der Kirche. Muss ja auch nicht immer sein. Hirnpilze, da sehe ich, wir haben welche übersehen scheinbar. Ja, ich glaube, diese hier haben wir gar nicht gesehen. Genau. Diese hier schon. Die haben wir in der letzten Folge zum Schluss eingesammelt. Und dann geht's weiter. Ich denke erstmal zur Sunshine Tidings Kooperative, weil die jetzt ganz in der Nähe sein müsste. Einmal noch um die Kirche rumgelaufen hier. Manchmal wächst hier ja noch irgendwas Brauchbares. Aber gut, wie es aussieht. Diesmal nicht. Gut, dann geht's weiter. Richtung, wie gesagt, Sunshine Kooperative. Und ich denke, direkt vor uns sehen wir da schon. Naja, okay, es ist eher ein Plumpsklo vielleicht. Oh doch, hier finden wir irgendetwas. Eine Holzkiste. Guter Vorschlag. Sehr gut, Ada. Ah, das finde ich. Hier ist nichts weiter los. Was macht Ada da? Wow! Irgendwer wirft doch was auf uns. Wo? Ach da, so ein Raider. Quatsch. Kann Munition verschwenden. Wo ist der andere? Da, das ist ein Sieger von uns. Das ist kein Raider. Wo ist der andere? Irgendwo, ach da. Legendär ist er. Na gut. Hey. Okay, schnappt ihn euch. Ich bin etwas angeschlagen. Okay. Na gut. Oh yeah. Verschlagen. Raider-Rüstung Carnage. Plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. Aktuelle Mods. Standard ohne Extras. Schadensresistenz. Ballistischer Schaden 6. Energieschaden 4. Beweglichkeit plus 1 Punkt. Wahrnehmung plus 1 Punkt. Gewicht 7. Wert 90. Das nehmen wir mit. Und das andere auch alles. Wo ist der andere Typ? Da werfen die mit zwei Raider. Da werfen die mit Granaten und sowas. Naja, das machen die ja öfter, aber... Die sind doch verrückt. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Sollen wir uns hier diesen Mähdrescher mal anschauen? Sieht so aus, als sei das so eine Landwirtschaftsmaschine, irgendetwas. Ja, es sieht aus wie ein futuristischer Mähdrescher, aber der kann auch nicht mehr viel, oder? Kann man da einsteigen? Oh nein, nachher bleiben wir kleben. Gehen wir einmal rum. Nur nicht hier dazwischen geraten. Das könnte nicht so gut sein. Wo ist denn der stecken geblieben überhaupt hier? Naja, wahrscheinlich ist er nicht stecken geblieben. Der ist wahrscheinlich einfach hier stehen geblieben. Aber waren denn hier vor 200 Jahren? Vor 200 Jahren waren hier denn mal Felder? Das sieht mir gar nicht so aus. Alles irgendwie ziemlich zerklüftet hier. Vielleicht ist der von der Farm da oben irgendwie hier runter. Ja, okay, in diese Richtung. Na, das sieht auch nicht wie Felder aus hier. Seltsam. Wilder Mais, ich weiß nicht, was man damit machen kann. Aber den nehmen wir mit. Wenn wir sowas sehen, haben wir so einen Mitnehmen-Zwang. Müssen wir einfach mitnehmen.
So, und da sind wir schon bei Sunshine Tidings, bei schönem Wetter. Und hier scheint wirklich was zu werden. Du siehst gefährlich aus. Hier scheint auch wirklich alles was zu werden. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Oh, Ada, wo bist du? Wolltest du reden? Hey! Ja. Ada? Bitte nehmen Sie Ihre Komponenten, Ma'am. Kochplatte und Kickball, ja, vielen Dank. Telefon auch noch. Ach, wie schön. Ja, mit Ada rumzuziehen macht ja wirklich, das macht ja echt Spaß. Ich glaube, ich könnte jetzt nochmal mit ihr reden und sie wird wieder irgendwas... Hey. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Was möchten Sie? Oh, Selbstzerstörung aktivieren, wegschicken, vergiss es, Persönlichkeit deaktivieren, nö, das wollen wir alles nicht, vergiss es. Das ist erstmal alles. Also gut. Okay, nicht jedes Mal, aber sehr oft schenkt sie uns irgendetwas, wenn wir mit ihr reden. Das finde ich ganz nett. Ja, und wir helfen hier mal so ein bisschen bei der Ernte. Was, wollte sie jetzt etwa wieder reden? Aufgepasst. Wie kann ich helfen? Ah nein, vergiss es. Das okay. War kein Problem. Ja, das klappt nicht jedes Mal und es dauert Arbeit, auch. Oh, wow. Jeden Tag immer das Gleiche. Ja, aber das ist doch Sunshine Tidings Kooperative. Das ist ja hier richtig... Oh, eine Karotte. Das ist ja... Hier wächst ja richtig was. Mama mia, so viele Melonen. Was sollen wir denn mit so vielen Melonen machen, sag mal. Nicht schlecht. Ein wahres Paradies an Melonen. Ein Melonenparadies. Das Riesenmelonenfeld in der Sunshine Tidings Kooperative. Mögt ihr so gerne Melonen? Haben wir das alles hier angepflanzt? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Ja klar haben wir das hier alles mal angepflanzt. Und wir werden hier mit... Weil das jetzt schon so viel ist, ich glaube, da werden wir noch Melonen hinzufügen. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Ich sehe das schon, ja, ja. Ihr habt Brahmina auch hier, ja. Für Dünger und so weiter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und da wir einmal hier sind, denke ich, dass wir hier zwei, drei Wände nochmal weiterbauen. Wir haben ja hier schon einiges gebaut. Sieht alles nicht so berauschend aus, aber... Es hilft was, denke ich. Wobei ich sagen muss, Sunshine Tidings Kooperative hätte ich mit sehr viel mehr Ärger am Anfang gerechnet, denn das war eine Siedlung, die wirklich sehr viele Probleme am Anfang bereitet hat. Sie wurde sehr oft überfallen und wir waren auch bei vielen Überfällen zufällig mit dabei und haben gemerkt, dass durchaus von da unten Angreifer kamen. Von dieser Seite kamen mehrfach schon Supermutanten, also Sunshine Tidings hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich das so... Also, es gab ein paar Beschwerden über die Bettensituation. Genau, dass sich das so gut hält hier. So, in letzter Zeit haben wir kaum Beschwerden von hier gehört, also ich bin begeistert. Ich find's gut. Und deswegen werden wir... Es scheint wirklich was zu werden. Guck's dir an, da wird alles von Robotern betrieben. Nicht alles, aber doch ein sehr großer Teil. Stimmt schon. Das sieht recht angenehm aus. So sagt man doch, oder? Aufgepasst. Möchtest du jetzt reden? Ada. Neue Befehle, Ma'am? Na, vergiss es. Das ist erstmal alles. Also gut. Ach so, ja doch. Na. Aufgepasst. Wie kann ich die... Okay, wir nehmen hier alles ab. Obwohl, nein, Moment mal. Wir nehmen... Was nehmen wir hier? Nur den Schrott nehmen wir ab. Oder nehmen wir auch Kleidung? Na, ich glaube, Kleidung brauchen wir eher nicht abzunehmen. Ebenso wie das Essen kann sie auch behalten. Wir nehmen nur den ganzen Schrott ab, den können wir hier schon mal ablegen. Denn wir haben ja eine Versorgungsroute und können auf den Schrott, den wir hier ablegen, dann von jeder beliebigen Siedlung dann wieder zugreifen. Ja,
Sinn darin ist, nun, es ist die Abernathy-Farm gleich in der Nähe und Red Rocket Raststätte, unser eigentliches Ziel erstmal, ist auch ganz in der Nähe. Also Sinn darin ist, dass wir hier noch zwei, drei Zäune aufbauen wollen. Und wenn wir den ganzen Schrott jetzt hier einlagern, so nämlich, dann haben wir eine bessere Übersicht, wie viel wir hier überhaupt bauen können. Hi, wie geht es dir? Und das freut mich, ihn zu treffen hier. Er hat doch mit Sicherheit nichts zu tun hier, oder? Genau. Denn das wird ein neuer Versorger. Ja, wo können wir ihn denn hinschicken? Im Moment, glaube ich, haben wir gar nicht so viel Neues. Nach Bunker Hill, verstecktes Mechanists nochmal. Nein, lassen wir das. Ja doch, da können wir ihn hinschicken und dann den anderen aussortieren. Der muss ja nicht unbedingt dahin. Ich bin nicht sicher. Lassen wir ihn erstmal hier. Gut zu wissen, dass er hier ist. Ja, dann bauen wir hier, wie gesagt, mal etwas weiter. Ich glaube, das hier war ein Fehler, dass wir diese Wände, diese teuren Hüttenwände hier aufgebaut haben. Vielleicht nehmen wir die alle nochmal weg und bauen dafür jetzt diese Schrottzäune hier hin. Wobei, da muss ich einmal ganz kurz gucken. Nee, es sieht ganz einfach nicht so schön aus hier. Nee, das passt alles nicht. Ich wollte sagen, ich wollte jetzt einmal gucken, wie viel diese Hüttenwände eigentlich kosten und wie viel ein Schrottzaun so kostet an Material. Hier haben wir eine Hüttenwand. Das ist allerdings nicht so eine Hüttenwand, wie wir sie hier verwendet haben. Wir haben hier mehr die reinen Holzhüttenwände, diese hier verwendet, die kleinen Hüttenwände. Und die kosten 8 Holz und 2 Stahl. Ziemlich teuer, finde ich. Und wir könnten besser sonst aufbauen. Na, wo sind die anderen? Bin ich hier im ganz falschen Menü gerade. Zäune, genau. Schrottzäune. Die kosten nochmal zusätzlich Gummi. Okay, wir können 60 von diesen aufbauen. Ach so, kleine kann man jetzt auch bauen? Das ist aber neu. Seit wann ist... Ach so, ich dachte schon, das ist im Boden versunken. Na gut. Ja, diese Schrottzäune sind scheinbar noch teurer als die Hüttenwände. Und die Hüttenwände erfüllen ja irgendwo den gleichen Zweck. Hiervon können wir 100... Ja, 180 mit einer Tür drin. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich was. 36, 24, 60 hiervon sind aber wirklich sehr klein, diese 60er. Also die, von denen wir 60 bauen können, meine ich. Das ist doch das gleiche wie das andere, oder? Schrottzaun? Ich weiß jetzt nicht, ob wir die wirklich alle abreißen sollen wieder. Aber ich bin schon dafür, oder? Ja, vielleicht lassen wir die hier vorne einmal stehen. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir hier vorne ein richtiges Tor aufbauen. Mit Tor meine ich nicht so was Kleines hier, sondern so ein richtiges Tor, so eins hier. Na, das bekommen wir jetzt nicht hin, weil hier nicht die richtigen Zäune stehen. Mal sehen. Das können wir einmal einlagern. Reparieren? Ach so. Oh nein! Einlagern wollte ich das. Toll. Jetzt schießt es einmal und ist dann kaputt. Können wir das hier nicht? Space, Kabel anbringen. Wir können es reparieren, oder? Wir können es doch auch... Okay, dann stellen wir die Teile halt einfach woanders hin. Nein, wir wollen das nicht schon wieder reparieren. Dann schießt es einmal und dann ist es wieder... Nein, wir wollen das nicht reparieren. Dann nehmen wir erstmal das Kabel ab. So. Jetzt können wir es ja mal reparieren. Okay, jetzt schießt es auch nicht mehr und jetzt können wir es auch bewegen. Mama mia. Ich, das ist kompliziert. Ist gar nicht kompliziert, wenn man weiß, wie es geht. Dann geht's. Okay, das Kabel kommt weg. Das Kabel kommt weg. Und das Teil können wir dann noch einmal reparieren. Okay, und irgendwo anders hinstellen. Sehr schön. Der Zaun, das lagern wir ein. Naja, ein Zaun war das ja jetzt nicht in dem Sinne. Ups. Das lagern wir mal ein und das lagern wir ein. Wenigstens hier vorne sollen mal richtige Schrottzäune hin. Dann können wir das auch erstmal einlagern und das bleibt stehen.
Das kann aber erstmal weg. Meine Güte, was haben wir hier gebaut? Das hat gedauert am Anfang, als wir noch nicht wussten, dass man das irgendwie besser lösen kann, aber... na gut, man kann ja nicht alles sofort immer von Anfang an wissen, finde ich. Das hier sieht doch viel eleganter aus, wenn wir hier so einen richtigen, so ein richtiges Tor hier hinbauen. Finde ich sehr viel schöner. Und den Rest machen wir dann zu hier mit irgendwelchen Schrottzäunen, eben so etwas. Hatte ich gehofft zumindest, dass wir das so machen können. Okay, das passt doch hier. Ja, so passt das doch. Moment. Gerade war es grün. Ah, ich hätte jetzt nicht so gerne, dass da eine Lücke entsteht dazwischen, also... Ja, das wäre schon besser, wenn das richtig zu wäre hier, ja. Kommt man aber, glaube ich, nur mit Lücke hin irgendwie. Na gut, durchschießen kann dann auch jemand, aber das Gute ist, wir von drinnen können viel besser durchschießen als die von außen. Moment, vielleicht gehen wir dafür nach oben. Wir können das vielleicht von hier aus besser bauen hier. Nein, das können wir nicht. Wie sieht das sieht nicht aus. Okay, das war dann erstmal nichts. Wie sieht das hier aus, wenn wir hier oben... Nein, Entschuldigung, nichts. Nichts verändern. Ja, das ist da ein bisschen zugebaut schon alles. Okay, lagern wir den Zaun nochmal ein und versuchen hier vielleicht zwei kleine so welche hinzudrücken. Oh ja, das sieht doch auch. Das könnte doch hinhauen hier. Was man hier aber auch nicht sieht, dann. Und hier rüber springen geht auch nicht. Doch, das geht. Jetzt sieht die Sache schon etwas anders aus. Von hier aus sollten wir das doch irgendwie hier reinquetschen können. Okay, er ist weg, dann nehmen wir halt hier mal den Turm weg, dann wird es auch nochmal einfacher, denke ich. So, natürlich wird es jetzt einfacher. Hier könnten wir jetzt sogar den etwas größeren, diesen hier hinbekommen. So, wenn der Turm weg ist. Wie sieht das eigentlich mit so einer Ecke aus? Damit hatten wir auch schon mal Erfolg. Dass wir da richtig einen richtig guten Abschluss hinbekommen haben damit. Na, nicht so gut diesmal. Aber ein bisschen, ja, es könnte... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das rechts an der Seite aussieht. Ansonsten könnte das... Na, das ist nicht gut. Hier kann einer durchspringen. Ja, dann lagern wir das Teil eben nochmal ein hier. Müssen wir weiter versuchen mit dem... Ja, mit dem hier zum Beispiel. Auf dass wir das hier mal richtig zubekommen. Ja, das ist alles nichts. Ah, das wäre sehr schön, wenn so ein Zaun hier noch hinpassen würde, irgendwie. Ich glaube, wir sind einfach immer zu nah dran an der Sache. Da müssen, glaube ich, Lücken dazwischen sein.
Ja, da. Naja, so eine Lücke kann man, damit kann man ja noch leben. Finde ich jetzt nicht ganz so tragisch hier. Aber dann passt das hier wieder nicht. Nehmen wir doch mal ein paar davon weg. Und stellen hier vielleicht ein paar schönere hin. Vielleicht passt hier die Ecke hin. Naja, das wird nichts. Nein, nein, das wird nichts. Okay, dieser kleine, popelige Zaun. Vielleicht passt der da. Ja, der passt da wunderbar dran. Ja, und doch so ähnlich, so oder so ähnlich hatte ich mir das doch schon vorgestellt. Was ist hiermit? Ja, zum Bauen wäre es natürlich auch manchmal, wenn man so etwas baut, einfach wenn man von außen an die Sache rangehen könnte. Das ganze Gebilde mal von außen betrachten könnte dann. Ja, die Lücke ist zu groß. Zwar kommt hier keiner durch, aber durchwerfen oder schießen könnte man ja schon hier. Mal sehen, wenn wir das jetzt alles nehmen, dann hängt der Zaun gleich mit dran, bis hinten hin sogar. Dann lassen wir das lieber. Abbrechen mit Escape und versuchen, diesen einen Zaun noch irgendwie etwas näher ranzubekommen dort. Ja, das geht jetzt nicht, weil diese Teile hier im Weg sind. Das war zwar mal gut gemeint. Das bauen wir nachher wieder auf. Keine Sorge. Das wird schon wieder. Und es wird besser als vorher. Auf jeden Fall wird es besser als vorher. Ist das der gleiche wie da? Oder ist das, das ist der gleiche? Ja. Ja, das muss ja optisch auch so ein bisschen passen. Stacheldraht muss jetzt hier nicht unbedingt oben drauf sein, obwohl so ein bisschen. Ja, das ist wieder der gleiche. Ja, sowas hier. Ha! Starlight Draven konnte sich aber selbstständig verteidigen. Das finde ich mal schön. So sollte es doch überall sein. Ja, vielleicht ist es auch mehr alles so ein Zufall. Einmal geht's gut und dreimal nicht oder so. Ja, das ist nicht so, wie ich dachte, aber vorbei kommt doch hier niemand. Eine Maulwurfsratte könnte jemand da durchwerfen, vielleicht noch. Versuchen wir jetzt mal hier mit den kleineren Zäunen irgendwie was zu machen. Damit meine ich sowas hier. Oh, so viel kleiner sind die ja auch nicht. Wir haben hier immer noch einen Durchgang. Ja, aber was soll man da machen? Ich glaube, das Einfache an diesen Brettern war, dass die dann so andocken. Da ist es dann doch etwas einfacher als jetzt hier dieses Rumexperimentieren. Vielleicht stellen wir hier einfach wieder irgendwas anderes vor. Und zwar, ich denke da an, ja, an so ein paar Käfige hier zum Beispiel. Hauptsache, dass da niemand durchkommt. Oh ja, sieht ja auch gut aus. Könnte hinhauen. Macht's aber nicht. Ja, wie sieht's denn aus, wenn wir jetzt diese Seite hier komplett mal nehmen? Und können wir das vielleicht... Ja, das geht. Das sieht doch gar nicht so falsch aus jetzt, was wir hier machen.
Oh nein. Oh nein, oh nein. Da ist gleich alles mit verbunden. Jetzt ist es zu nah. Jetzt wird gleich alles... Ja, da wird immer alles jetzt genommen. Ja, dann haut das auch noch nicht so ganz hin. Dann müssen wir halt in der nächsten Folge hier zusehen, dass wir hier noch ein bisschen, eine Seite wenigstens ein bisschen zubekommen. An der Stelle darf ich mich bedanken fürs Zusehen. Ich sage Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!